Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Disco Elysium und sind immer noch in diesem kleinen. Sag mal, ist das eigentlich der Ort Reverchon oder und wir sind hier in Martinez oder ist Martinez das, wo wir sind und die Gegend heißt Reverchon? Also. Ich glaube, die Gegend heißt Riverscholl. War Ja, das darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht hier vorher. ist Karte? Ja. Gut. Sonderverwaltungszone Annette? Revachon steht hier. Das Ja. Hafenviertel von Martinez. Und ist es die. Sonderverwaltungszone Ja, Riverscholl, genau. ja. Und das ist der Bezirk Martinez. Im Viertel Jamrock. Der Sonderverwaltungszone Revachon. So, das habe ich jetzt gelesen. Ja, also die Stadt ist wohl Das ist auf Martinez jeden Fall der Teil, und auf die jeden Fall. Gegend ist Genau. Riverscholl. Okay. Ja, Gut. gut. Ja, dann wollen wir mal gucken, was hat er denn hier so alles? There are clothes inside. Cheap second-hand clothes, smelling of strangers' body odors. Nice. Oh, lecker. Don't be shy. Second-hand, These are hä? premium Noch class nicht gewaschen. clothes. Good quality fabrics, best retro design. Save the economy with your style, officer. Ja. Mit unserem How Style. about some premium class service over here? Like paying with net worth. Go Nee. over and ask him if you can do that. Nein, ich habe 8. 8,75. 8,75 ist ein bisschen wenig. Tja. Real. Save the economy. That sounds off. Wir ver. Na Ha, gut. was Oh, denn? was reden Sie da? Die Wirtschaft retten ist doch voll hier. Voll Haven't you drin heard of und this? alles. We've got to be economically conscious. Recycle your cash, keep it in circulation. Don't buy new things. Buy eco. Oh, jetzt kommt mir bekannt vor. Warum Warum genau muss muss die eigentlich die Wirtschaft Wirtschaft gerettet gerettet werden? werden? Genau. Genau. Look around, officer. You see all these premium goods just sitting there, not getting bought. We've got to keep the flow of goods moving. Is this really the economy we want to leave to our children? Ganz natürlich, eine mächtige Wirtschaft wächst, eine schwache Wirtschaft stirbt aus. Punkt. Oh, genau. I can't go extinct, officer. Ich kann nicht aussterben. Once an economy goes extinct, it messes up the whole ecosystem. You got to think about the consequences. Ja. Okay, wir stöbern mal in der Kiste. Genau. You find your hands deep in tattered and Ja. faded Oh garments, Gott. made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the Allein wrong beim places. Angucken Ah, und an toll. so leicht. Economical, but also trendy. Look first hand, buy second hand. Keep the economy moving. Nein, wir brauchen überhaupt nichts anzuziehen, eigentlich. Wir brauchen Wir nichts. gucken doch Wir finden das mal. alles in dem No Mülltonnen. good. All you can come up with are some treated wool pants. You can tell they're too tight around your thighs and too loose around the waist. Du kannst ja die Hose kaufen, wenn du mal Mitleid mit dem Nö, hast. nö. They Nein. itch like Oh. hell. Ja. Like an itch pit in hell. Ja, gut, das müssen wir nicht All kaufen. natural materials, see? Ja, ganz natürlich. Real wool, 100% wool-friendly. Hausverträglich. And they're yours for only 2 real. Natürlich kaufen wir sie nicht. Nein, wir wollen keine kratzigen Hosen kaufen. Tut uns leid, aber wir haben wirklich kein Wow, Geld. you work hard. Was? Tue ich das? Ist mir noch nicht Oh, aufgefallen. yes, you hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Wie genau sieht denn meine schwere Arbeit aus? Da würde ich schon mal gerne Ja. wissen wollen. Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand and linoleum after you re-emerged. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way. And you won't let it break you. You ride. Ja, wir machen unser Ding. Ein bisschen mache ich das. Oh, genau. Weil es halt möglich ist. You make money.
Was? You got wo? Gills, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. So? It ain't easy. But you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop and a sprinter and a money printer. So, bin ich mein gut. Sure, sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? Eiskalt erwischt. Still hustle 24/7, ride or die. Now, ask yourself, are you rich? Nö, eigentlich nicht. That's right. You work harder than anyone. You almost rode yourself to the grave, and you're still practically a hobo. Why is that? Ja, wegen dem Gart, der mir ständig auf den Sack geht. Das System ist der Fehler. Schuld. Komm, reich, wir wollen ja gar nicht unbedingt reich sein. Es gibt es eine liegt Markt an den verdammten Steuern, Mann. Bullen, aber die Einwandererbullen haben die Preise kaputt gemacht. Es liegt an den verdammten Steuern. Genau. Arm ist er ja eigentlich nicht. Ist nur so, dass er sein Geld versoffen hat. 100%. Fucking G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket. Stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Sogar beim Furzen hätte ich ja nicht gedacht. Tja. Our tax is almost non-existent in the Gotham estate, that is Revershaw. Genau, ich dachte, es gäbe keine Steuern. You and I both, but they got those indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax. This tax that doesn't even have a name. Plus, there's the stuff people in other countries pay for that makes them ask for more money from you here. The Gotham estate's a myth. In total, the coalition government is taking 98% of all your money. Also ich würde mal sagen, das ist ziemlich hoch. Jetzt reicht es ja wohl. Ja. Ja, ich würde 3 sagen eigentlich. Aber du kannst auch 2 sagen, wie du willst. Ja. What are you, a racist? Don't be a racist. Be a cool immigrant, ultra-liberal free market advocate. Ride or die. Keep it street. This guy's appropriating the emerging Boogie Street lingo as part of his sales for the free market economy. Also jetzt hau einfach ab. Das ist ja ein blöder Gedanke. Ich würde mich auch nicht als hier von wegen ein Ultraliberale würde ich auch nicht sein wollen. Nein, danke. Okay. Hau ab. Ja, lassen das jetzt mal. Wir gucken hier weiter. Wo war hier was? Da. You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable wear sneakers, ultra serious. Uh-huh. I can see you have a taste for luxury, officer. And keep your eyes off those sneakers. Oh, yeah, die wollen wir unbedingt haben. Speaking of luxury, you should go over and ask about paying for those sneakers with your net worth. Klar. 8 real. A pair of found ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper and a silver lined midsole. Couldn't that those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. Super air, super fine, super cool. Yeah, okay. Only 50 real. Wir können die ja einfach mitgehen lassen. Wahrscheinlich haben die den Typen gehört, der da hängt. Was meinst du? Wer weiß. Woher hast du die Schuhe? Sieleng, sag uns das. 50 real, der ist nicht ganz dicht, da. Fun Ultra, wear the future. You remember the slogan from some magazine? Tja, wir können auch die Lautsprecher untersuchen. Ja. These once respectable speakers have been conquered, reduced to a mere prop
by the indomitable Faun Ultras atop them. No, no, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. The sneakers are the stars here. Haben wir uns doch schon angesehen. Und wir wollen sie trotzdem nicht kaufen. These are the premium lifestyle sneakers, officer. The best on the market. Nein, wir machen das gar nicht. Wir machen jetzt Ende. Wir interessieren uns für die Lautsprecher. Ja, wir können sie uns aber nicht kaufen. Officer, these aren't for sale. They're bad speakers. No, my socialist junk. Ich will aber Lautsprecher. Well, if you want them. But see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, where will the sneakers go? I can't leave premium lifestyle sneakers on the ground. If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, I could maybe throw in the speakers for a little extra. 50 cents? The kisses. Damn. So you have to buy the sneakers first. Tschüss. Nö. Nö, nö. Tschüss. So, da war doch noch... Wir hätten sie uns sowieso nicht leisten. War da nicht... Da ist noch eine Kiste. Habe ich doch gewusst, dass hier noch was war. There's a pile of cheap sunglasses in a small box. A variety of shapes and colors. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. Stylish shades, huh? They'd be even more stylish if you paid for them with net worth. Nee. Go over and ask him. Lass mal gucken. Wenn du die aufsetzt, musst du sie gleich kaufen. Hideous. What's more, they don't even fit your face. You can feel them pinching your nose and chafing against your brow. Wahrscheinlich ist sie für Kinder gemacht. Damn, officer! You look like a mega secret spy. Very secret. They're practically made for you. I'll let you have them for 2 real and 50 cents. Nein. Nein. Setzen Sie wieder ab. No, you are definitely not buying those. Ja, natürlich nicht. Sie haben recht für die, genau. Für die bin ich zu vernünftig. Sure? But they look so good on you. Ach komm, hör auf zu lügen. Wir würden mal in der Kiste, ob wir da noch was Vernünftiges finden. These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Sirayese plastic. The kind of plastic that melts in the sun. Oh, teuer, brauchen wir so unbedingt. Die müssen wir kaufen. Weißt du, wer dann aufsieht? Geschmolzene Augen. These stickers are almost certainly just there for the show. If anything, these lenses probably direct more UV light into your pupils. Danke. UV magnifier. These are all first-rate sunglasses. Genau. Premium design, super material, very cool, UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Kannst du ja mal bei drei Konzeptbildern gucken. Ja. Naja, wir können es probieren, ist eigentlich egal. Kann man probieren. Ja, wenn nicht, dann nicht. No luck. No, never mind. This lime-colored cellophane visor. Produced by a bargain sportswear brand called Amphibian, apparently. There's a malformed green frog. Der würde gut für dir passen, oder? Ja. Oh, that visor is perfect for you, officer. It'll definitely keep the sun out of your eyes while you're shooting criminals. Bang, bang. For a mere 6 real. Bist wohl nicht ganz sauber. Wir brauchen gar nicht erst Kim zu fragen. Sollten wir auf Feuergefechte vorbereitet sein? I hope not. Ah, er stöbert auch. You like it? Sure, Square Joe. No problem. Let's get you some real shades. Das war's. Nein. Wir lassen das Thema mal. Ja. Ich glaube, wir haben uns hier alles soweit angeguckt. Ja, 1, 2, 3 Kisten. Ja. Dann ich hätte ja nicht gedacht, dass er so konsumfreudig ist. Ich habe kein Geld, aber ich muss unbedingt was kaufen. So. Auf zum Pfandleiher. Zum Pfandleiher. Ja. Vielleicht kannst du dich da verpfänden. Vielleicht kriegt Kim da ein bisschen Geld. Da müssen wir vermutlich noch drauf zahlen.
Wow. Na, da gucken wir uns erstmal die ganzen Punkte an. Ja. Eine antike Registrierkasse oder irgendwas sonst. Könnte natürlich sein, aber brauchen wir nicht. Nee. Da haben wir keinen Bedarf. Aha. Die. Ja. Die Büste heißt wohl die. Ein Filmprojektor. Ja, man sieht, er nimmt den Filmprojektor wohl als Beleuchtung für den Laden, ne? Aha, exzentrischer Mode. Was Aha. ist denn exzentrischer? Tja. Na gut, da gucken wir uns den Rest mal an. Was haben wir hier? A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. Aha. The light pole has been carefully cut and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but persistently. This would make quite a statement in your living room. Ja, in unserem Wohnzimmer, das wir nicht haben. Ja, wo ist unser Wohnzimmer? Das wird uns vielleicht schon wieder ein Stück weiterhelfen. Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. Oh. Where hast du die? It was brought to me to be altered. Aha. Ach, hast du den Stecker dran gemacht und das Kabel, ja? We are not here to investigate the theft of city property. Gut, gut. You have to admit it's rather clever what he's done with it. Genau. Wir würden ihn auch nie irgendwie dran kriegen für sowas. Nee. Ja. Was kostet die? 700 real. Wow, okay. I dare say. Was? Und es steht doch an jeder Straßenecke. 700 klingt... The light has undergone 3 transformations. And every transformation, large or small, has a price tag. Ja, was meint ihr mit Transformation? Well, there are the cost of removal and rewiring. Uh-huh. The most important transformation is the light's placement among ordinary indoor fixtures, which has adjusted its morphological field. The light became suitable for use inside the home just a few days ago. Uh-huh. Okay. That checks out. Oh ja. Okay, mehr müssen wir nicht wissen. Weiter. Da haben wir das nächste. The boomboxes on the shelf look well-loved and well-traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. Mm-hmm. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says Stereo 8 approved. Uh-huh. This is you. Golden orange. A sunset suite. Oh, wir brauchen ja eine. Just make sure it works before you buy it. Is the Harman Welshi W2 made in Vespa? Designed in Seoul, plays all reel-to-reel formats, 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. Hm. It'll set you back 12 real. Nett. Tja. If police work means playing tapes, sure, you can use it for that. Or any other time you'd need to play a tape. Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres, even though I don't really like music. Er mag keine Musik. That's odd. Why doesn't he like music? Ja. Was magst du denn? Filme. Stuff I record myself. Silverware shaking in drawers as motor cars race by.
Nocturnal animals climbing on the roof, airship rotors, that kind of thing. Aha, interessant. Aha, mag nur natürliche Geräusche. Maybe you should ditch music as well. Get into these more experimental sounds he's describing. Ich muss die Musik deswegen nicht gleich vergessen, aber interessant. Gut. So, was haben wir hier? You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Try to find something pretty and cool here, then use it to win her back. Wen denn? Sie? Yes. Buy something nice. A figurine. This sounds off. You shouldn't trust this guy. Wir können sie uns angucken, aber wir können uns nichts kaufen. Wir inspizieren mal alles. Genau. Big men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks. The kind that would mow down a line of enemy soldiers in the blink of an eye. Jede Frau würde gerne so ein Geschenk haben. Franco-Nigerian knights. I used to be very serious about these guys. Wann war früher? Long time ago. Ja. They're not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange trousers. They are variously posed, wielding swords and rifles with bayonets. Oh, ja. Ja. Stimmt. Das trägt ja immer noch sowas. Oh. Diese Uniform, ja. This is what the loyalists looked like, yes, at first. Then they wised up and got camouflage. Which ones? Ah, royalist soldiers from the time of the revolution. The uniforms are painted a bit too brightly, I suppose. Und die in Lumpen gekleideten Figuren, was? This set of soldiers isn't meant to look impressive. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels and tall sticks. You're probably talking about the revolutionaries, yes? Yes, they are soldiers, revolutionary soldiers. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Yeah. Es reicht aber. Garte, von meinem Freund Garte, es reicht wirklich. Ja, es ist unmöglich, gegen die Kohorten des Kapitals zu gewinnen. Fragen Sie meinen Freund Garte, das ist ein Sklave, ich deshalb bin. Also jetzt, ja. Ich nehme das. Ja, finde ich okay. I don't like either set very much, to be honest. But there are many parents among my customers. Mechanik 58, ja. Kann man ja probieren, schadet ja nichts. Why? What's this? A headless man riding a horse? A headless man wearing futuristic tracksuit trousers. Wow. Fallen. F-A-L-L. That's the headless fawn rider. Oh. Wer? The headless fawn rider. It's an urban legend. About a man who rides the streets of Revachol sporting a fawn tracksuit. As you see, he's missing his head. Oh, yeah. 50 cents. Bargain price. I'll throw in the tiny cap too. Hä? I think he's looking for it or something. Hat doch keine, hat keinen Kopf. The story has many interpretations. Aha. Können ihn ja kaufen. Ja, kauf mal. Ja. Did I mention that this figurine is supposed to be lucky? Always carry it with you. Ah ja, grin. Okay. Jetzt wissen wir, wie man
Tonband brauchen. Das wirst du ja wohl brauchen, weil du deine komische Karaoke-Dings verwenden willst. Aber noch können wir es uns gar nicht kaufen. Aber wir wissen, wo wir es herkriegen könnten. Okay, wenn wir mal ein bisschen Geld haben. Also das hier ist die Figur. Mhm. Reitet auf dem Stier und hat keinen Kopf, aber eine Mütze in der Hand. Das Ganze nennt man Ironie. Der wollte uns doch eine Mütze dazu geben, ne? Die hat er doch in der Hand. Ach so. Ja. Die, ich dachte, eine für uns zum Aufsetzen. Nein, doch für den kleinen Kopflosen. Also nee. Der braucht eine Mütze. Ah, Quatsch. Zurück. Entschuldigung. Das war mal wieder der falsche Knopf. Was sollst du machen? Speichern oder was? Nee, ich wollte nur gucken, ob noch was da ist. Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe nichts mehr gesehen. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. What can I do for you? Mal gucken. His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. Oh no, not at all. I guess I haven't had many customers lately. RCM or otherwise. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a keepsake. People who are terminally bored. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Ja, ist ganz beachtlich. It keeps me entertained. Aber haben wir was zu verkaufen? Nee, ne? Nee. Wir haben doch nichts mehr so zu verkaufen. Nee, genau. Verkehrsraudi, der gerade sein Unwesen treibt. Traffic. I'm sorry, officer, but I don't drive. Warum? Aber haben Sie denn gar nichts gehört als der Verkehr? Oh ja. Komm auch rein. Now that I think about it, I do remember hearing a thunderous noise the other night. Some kind of powerful electric vortex hitting the shop and then moving on. That sure narrows down our list of suspects. Klingt faszinierend. Yeah, it was pretty wild. I didn't really know what to make of it, but I know it meant something. Ja, something. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business. Bad for everyone. Also der Kommiss... Er sieht nicht so aus. Hast du dir angeguckt? Er sieht aus wie jemand, der jetzt zusammenbricht, wenn er nur eine Leiche sieht. Ja. The corpse behind the hostel, I assume. I don't have a truck with a mounted platform or anything of that sort myself. Praktisch, der Typ. Ask around the harbour. There might be some workers there who'd be willing to help. Ja, haben wir uns auch schon gedacht. Ja, ja. Ob sie uns gerne helfen, bezweifle ich. Aber Fragen kann man ja machen. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Okay. Ja. Fertig. Ja. Mir doch egal, ob der heiß oder nicht. Wo war denn die Tür nochmal? Da. Die Tür ist da. Gut. Und tschüss. Ja, dann haben wir eigentlich nicht mehr viel. Diese Seite haben wir ja wohl ziemlich gründlich abgegrast. Ja, sieht so aus. Da müssen wir da auf der anderen Seite mal drumherum gucken. Ja? Mhm. K.
kein Geld mehr, was auf der Straße rumliegt. Schade. Naja, hier waren wir schon. Halt, halt, stehen bleiben. Was denn? Ja, hier, er hat wieder getan. Ja, wolltest du unbedingt haben, ach, stimmt? Ja, unbedingt. Du bist bereit, dein letztes Geld dafür auszugeben. Da, was ist da? Ach so, klar, haben kennen wir ja schon. Das schon angeguckt? Oder kennen wir das schon? Nö. Kann mich nicht erinnern, aber es ist völlig egal. Es ist sowieso so ein This coin operated ja, Fernrohr. Is facing southwest. It's coin slot. Yes. Ja, das ist das Augenblick verklebt. Ja, machine permanently inaccessible. Ja, Vandalismus. Probably some kids. Ja. Ende. Wir wollen doch kein Kaugummi an die Augen. Da war noch was. Funktioniert das? This coin-operated viewer is facing south. The instruction Nein. manual says. Haben wir schon angeguckt. Ja. Symptoms. Das Geld ist uns, wir haben ja, zu ja. wenig Geld. Wir haben, ja, also, was ist denn da? Ist da auch was auf der Straße? Was denn, wo denn? Der Punkt? Nee, ist nichts. Geh mal weiter. Das sieht aus wie ein Stein, also ist nichts. Geh ruhig weiter. Nein, ist okay. Nee, ich sehe nichts. Es leuchtet nichts auf. Nee. Ach, wir sollen sowieso Schluss machen. Ach so, ja. Schon wieder drum. Genau. Na gut. Okay, bis zum nächsten Mal dann, ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.